Am Ostersonntag 2019 schreckten 8 zeitlich koordinierte Anschläge die Weltöffentlichkeit auf. Auf Sri Lanka detonierten Bomben in Kirchen und Hotels und rissen mindestens 310 Menschen in den Tod. Ziel waren eindeutig Christen. Nach wenigen Tagen wurde klar, die Taten waren islamistisch motiviert. Bald reklamierte sie der sogenannte Islamische Staat für sich. Für Sri Lanka war diese Art von Gewalt neu. Etwas irritierend an den Reaktionen war, dass zahlreiche westliche Politiker das Wort Christen vermieden. Bis hin zu Hillary Clinton, die behauptete, das Osterwochenende sei, Zitat, vielen Religionen heilig, als ob Pessach und Ostern dasselbe seien und es diesbezüglich noch weitere Religionen gäbe. Die Rede von Christenverfolgung scheint, aus welchen Gründen auch immer, politisch unkorrekt zu sein. Und doch, 4 von 5 aus religiösen Gründen Verfolgten sind Christen. An vielen Orten werden sie im Namen des Islam angegriffen, beispielsweise in Pakistan. Muslime, die solche Taten verüben, berufen sich dabei auf den Koran. In Indien hingegen zählen die Muslime mit zu den Verfolgten, zusammen mit den Christen. Hier greift ein immer stärkerer Hindu-Nationalismus um sich, den gemäß Nicht-Hindus im Land nichts zu suchen haben. Gerade in Asien zeigt sich oft das Muster, dass die religiöse Mehrheit die Minderheiten bekämpft. Dies gilt, für viele überraschend, auch für buddhistische Länder, etwa Myanmar, Bhutan oder Laos oder Sri Lanka. Buddhistische Extremisten werfen Muslimen wie auch Christen oft vor, Geister zu erzürnen und machen sie so für Unglück verantwortlich. Besonders schwer betroffen sind Christen, die früher Buddhisten waren. Doch auch bei einer Ideologie, die sich gegen jede Religion wendet, kommen Christen unter die Räder. Im Kommunismus, vor allem in China und in der brutalsten Diktatur der Welt, Nordkorea. Christen können aber auch gezielt ins Visier geraten, weil sie ihre Stimme gegen Unrecht und Kriminalität erheben. Dies ist der Grund, warum besonders Priester in Mexiko gefährlich leben. Sie werden zu Zielscheiben der organisierten Kriminalität. Es ist Zeit, das Thema Christenverfolgung ohne Scheuklappen und Denkverbote anzuschauen. Trotz der Größe des Themas sind Solidaritätsaktionen wie diese hier, eine Kerzenprozession im Gedenken und im Gebet für verfolgte Christen im Tessin auf Einladung des Hilfswerks Kirche in Not, selten. Oder hier, Hilfe für Christen, die 2014 vor dem sogenannten Islamischen Staat in die irakische Stadt Sulaimania geflohen sind. Oder hier für Christen, die aus Syrien in den Libanon geflohen sind. 2 Beispiele übrigens, die zu einem wesentlichen Teil dank Kirche in Not möglich waren. Christen, die wegen ihrer Religion Nachteile erfahren, sehen solche Zeichen der Solidarität, aber leider nur selten und fühlen sich alleingelassen, während man bei Angriffen etwa auf Muslime oder Juden weltweit ungleich stärker Solidarität zeigt, auch von Seiten anderer Religionen. Ziel dieser Ausstellung ist es daher nicht nur, über Christenverfolgung in den verschiedenen Ausprägungen zu informieren, sondern auch, das Thema zu enttabuisieren, Gedanken anzuregen und Gespräche, am besten auch Gespräche kreuz und quer zwischen Weltanschauungen und Religionen. Denn Religionsfreiheit ist eines der höchsten, aber auch verletzlichsten Güter der Menschheit. Für sie lohnt es sich, als Mensch zu kämpfen. Und natürlich auch als Christin und als Christ, denn die Erschaffung des Menschen als freiem Menschen, im Freien gegenüber zu Gott, steht am Beginn der Geschichte Gottes mit den Menschen.